Erstrunde der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft wurde am 29. und 30. August in Schwanenstadt eröffnet. Das Thermometer kratzte an diesem Wochenende gleich mehrmals an der 35-Grad-Marke. Ungetrübter Sonnenschein und ein wolkenloser Himmel sorgten für eine echte Hitzeschlacht. Auf der 1836 Meter langen Naturrennstrecke in Niederholzam war der Koffein-KTM-Fahrer Pascal Rauchenecker eine Klasse für sich. Der 22-Jährige sicherte sich überlegen beide Endläufe zur MX Open ÖM vor seinem Koffein-Teamkollegen und KTM-Testfahrer Lukas Neurauter. Im ersten Endlauf konnte Neurauter zum Ende gehen sogar dagegen halten und kurzzeitig die Führung übernehmen. Der Tiroler musste aber schon eine Runde später Rauchenecker wieder den Vortritt lassen. Pascal Rauchenecker baute seine Führung in Lauf 1 konsequent aus und sah als erster die Zielflagge vor Lukas Neurauter, beide auf KTM. Auf den Plätzen 3 und 4 landeten die Honda-Piloten Günther und Andreas Schmiedinger. MSV Schwanenstadt Local Hero Manuel Bermannschläger belegte bei seinem Heimrennen den sehr guten 5. Rang und schaffte damit das beste MX Open ÖM Laufergebnis seiner Rennkarriere. Im zweiten Endlauf gab es ein ähnliches Bild. Erneut führte Pascal Rauchenecker auf KTM die Rennregie. Einen harten Fight um den 2. Rang lieferten sich Staatsmeister Günther Schmiedinger auf Honda und Lukas Neurauter auf KTM. Beide touchierten bei der Auffahrt zum Steilhang und Schmiedinger verlor dadurch viele Plätze. Am Ende ging Rang 2 an Lukas Neurauter, KTM. Der 3. Platz wurde von Andreas Schmiedinger auf Honda errungen. Günther Schmiedinger kam auf Rang 4. Mit Platz 5 konnte Husqvarna-Pilot Michael Brammer im 2. Endlauf auf sich aufmerksam machen. Die MX Open ÖM Tageswertung von Schwanenstadt. 1. Pascal Rauchenecker, KTM Koffein, 50 Punkte. 2. Lukas Neurauter, KTM Koffein, 44 Punkte. 3. Andreas Schmiedinger, Honda, 38 Punkte. 4. Günther Schmiedinger, Honda, 38 Punkte. Und auf Platz 5 Manuel Bermannschläger, Kawasaki, mit 30 Punkten. Extrem geil. 2. Lauf mit über 50 Sekunden Vorsprung gewonnen. Habe einen Hochschlag gehabt. Entschuldigung, war 2. hinter Luki. Luki ist kurz gegangen und habe am Anfang voll gepusht. Ich habe mir gedacht, jetzt gebe ich alles und schau mal, was drin ist. Und bin jetzt locker heimgefahren und freue mich riesig über den Sieg. Danke an alle, die mich unterstützen, KTM und mein ganzes Team Koffein Racing. Richtig geil, bin glücklich. Freue mich aufs nächste Rennen. Im ersten Endlauf zur MX2-Staatsmeisterschaft gab Michael Sandner eine erneute Talentprobe ab. Der erst 16-jährige Husqvarna-Nachwuchsfahrer feierte einen einzigartigen Startzielsieg vor Michael Kratzer auf Kawasaki, der nach schlechtem Start zu Rennbeginn nur an der 14. Stelle lag. Hinter Staatsmeister Kratzer wurde KTM-Pilot Patrick Schrattenegger 3. Auf den Plätzen 4 und 5, Aljoscha Mollner auf Honda und Manuel Perkhofer auf KTM. Auch im 2. Endlauf zur MX2 ÖM kam Michael Sandner perfekt vom Start weg. Leider aber küsste der junge Rheinbacher nach Kollision den Schwanenstädter Boden. Von ganz hinten begann dann das Rennen für Sandner, der nach toller Aufholjagd als 11. die Zielflagge sah. Sieger des Laufes war Michael Kratzer auf Kawasaki, vor Manuel Perkhofer auf KTM. Als 3. durfte dieses Mal Alexander Pölzleitner jubeln. Dem 18-jährigen Kawasaki Racer gelang damit auch ein sehr gutes ÖM-Renn-Comeback. Für Johannes Klein, KTM, brachte dieser Lauf Platz 4 ein, vor dem slowenischen Honda-Fahrer Aljoscha Mollner. Die MX2 ÖM-Tageswertung von Schwanenstadt. 1. Michael Kratzer Kawasaki, 47 Punkte. 2. Manuel Perkhofer, KTM, 38 Punkte. 3. Patrick Schrattenegger, KTM, 35 Punkte. 4. Michael Sandner,
Warner 35 Punkte und 5. Alexander Pölzleitner Kawasaki 34 Punkte. Bereits am Samstag wurden in Schwanstadt die Läufe zur österreichischen Jugendmeisterschaft gefahren. In beiden Rennen feierte Reni Hofer vom Kimi KTM Junior Pro Racing Team den Sieg. Der 13-jährige Alberndorfer feierte mit maximalen Punkten auf den Tageserfolg vor Max Mauser KTM. Hinter dem Slowenen Mauser belegte Husqvarna-Rookie Tom Schilker Platz 3. Nach heißen und spannenden Rennen in Schwanenstadt macht die österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft nun 3 Wochen Pause. Am Sonntag, dem 20. September, treffen Rauchenecker, Neurauter, Schmiedinger und Co. in Dechernskirchen aufeinander. Im beeindruckenden Motocross-Stadion Kreuzbach bei Dechernskirchen darf Österreichs MX2-Champion Michael Kratzer auf viele steirische Fans hoffen.